Schleswig-Holstein. Zwischen Nord- und Ostsee gehen 6 Modellkommunen einen innovativen Weg hin zu einem ganzheitlichen Bildungsangebot. Das Programm Bildungslandschaften zwischen den Meeren 2.0 – Beteiligungskultur entwickeln der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt sie dabei. Möglich machen dies das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, die Gemeinschaftsaktion Schleswig-Holstein – Land für Kinder und die Serviceagentur Ganztägig Lernen. Auch das schleswig-holsteinische Bildungsministerium und die kommunalen Landesverbände haben als Mitglieder des Beirats eine wichtige beratende Funktion. Während Bordesholm, Satrup und Wedel ihre Bildungslandschaften schon seit Beginn der ersten Programmphase im Jahre 2009 aufbauen, werden Niebühl, Bad Oldesloe und das Amt Schaffelund seit 2011 durch Prozessbegleitung, Fortbildungsangebote und die Möglichkeit, im Netzwerk voneinander zu lernen, unterstützt. Das Effektivste und Wirksamste war die Begleitung hier vor Ort. Weil hier vor Ort kann ich die Menschen erreichen. Niebühl ist ein großer Schulstandort in der Region. Die Kommune wächst und stellt sich den damit verbundenen Herausforderungen. Schon vor Jahren hat man sich die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auf die Fahnen und in die Satzung geschrieben. Dieses große Anliegen wurde hier nun im Rahmen der Bildungslandschaften zwischen den Meeren neu aufgegriffen. Mit großer Offenheit für Neues. Ein Ziel, wo ich jetzt sage, da will ich hin, das könnte man so nicht benennen. Also wir haben für uns gemerkt, auch über die Netzwerkarbeit in der Bildungslandschaft, dass bei uns wirklich dieses Sprichwort vom der Weg ist das Ziel Realität ist. Und vielleicht ist das ganz gut so, weil wenn ich ein Ziel erreicht hätte, ist ja immer die Gefahr da, dass ich sage, ich bin fertig. Also inzwischen würde ich sagen, sind wir ganz gut vernetzt. Da könnte noch mehr passieren oder da wird sicherlich noch mehr passieren. Aber dadurch, dass wir schon mal eine Aufstellung gemacht haben, wen es alles gibt und eben diese 40 Personen da waren, also an dem Workshop waren ja beinahe alle Bereiche beteiligt. Neben einem gemeinsamen Leitbild für den Bildungsstandort Niebühl und einer Zukunftskonferenz für Kinder und Jugendliche sind die Übergänge zwischen den Bildungseinrichtungen ein Schwerpunkt beim Aufbau der Bildungslandschaft. Wie können diese möglichst sanft und für alle transparent und verständlich gestaltet werden? Wenn man es bei der frühkindlichen Bildung, so war unsere Idee, eben richtig machen will, dann muss man den Übergang von klein auf an beschreiben, gestalten und auch wenn das Projekt jetzt Ende des Jahres 2012 formal endet, dafür Sorge tragen, dass es danach eben auch weitergeht. Und dann war doch eine Bereitschaft der Arbeitsgruppenmitglieder da zu sagen, die Übergänge, die dann kommen, machen wir ab 2013 fortfolgende. Also insofern glaube ich auch ein bisschen dran, dass es weitergehen wird. Das Amt Schaffelund erstreckt sich auf mehr als 500 Quadratkilometer. Die Wege sind weit und bisher fand wenig Vernetzung zwischen den einzelnen Bildungsakteuren statt. Das hat sich im Rahmen des Programms geändert. Ein Auftaktworkshop brachte viele Akteure erstmals zusammen. Die gemeinsamen Ferien- und Freizeitangebote sind das zentrale Ergebnis des Programms Bildungslandschaften zwischen den Meeren 2.0 im Amt Schaffelund. Es kam wirklich ja Krabbelalter bis hin zum Rentneralter und jeder hat irgendwie sich daran beteiligt, hat irgendwas gemacht. Oma und Opa haben dann mit dem Kind getuscht oder sich selber auch manchmal anmalen lassen. Wir haben Lagerfeuer und Stockbrot gemacht und ja, in Hörup haben wir noch eine Wasserschlacht gemacht, weil es mega warm war. Da war es über 30 Grad, für uns ja super warm. Das kam so richtig in diese Welle rein, sollen wir sofort einen Ferienpass zusammen machen. Und der war ja Anfang des Jahres wurde der aufgestellt und das hat sehr gut geklappt. Und ist natürlich jetzt auch für dieses Jahr abgeschlossen, der Ferienpass. Und das, meiner Auffassung nach, war es ein Erfolg. Wenn man etwas schafft, dass man anderen nicht vor den Kopf tritt, dass man nicht sagt, wir machen jetzt was Neues, das ist alles schlecht, was ihr macht, sondern dass man denen versucht klarzumachen, dass sie eigentlich viel Vorteile haben, wenn sie vernetzt sind, dass man sie vielleicht mehr kennt, dass das Angebot, was sie anbieten, viel mehr verbreitet werden kann. Das, denke ich, ist schwierig, auf der einen Seite denen das plausibel zu machen, auf der anderen Seite, denke ich, wenn sie das einmal mitgemacht haben, erfahren sie auch den Nutzen. Das Ferienprogramm mit mehr als 100 Angeboten wurde gut angenommen. Eine zentrale Koordination beim Jugendclub war hier der Schlüssel zum Erfolg. Und auch bei den Kleinen kam der Ferienpass richtig gut an. Wir sind dann durchs Watt gelaufen und waren im Sturmflutkino. Und ja, das hat einfach sehr viel Spaß gebracht.
Bad Oldesloe westlich von Lübeck. In der Mensa des Schulzentrums treffen sich Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen zur Auftaktveranstaltung der Wahl des Kinder- und Jugendbeirats. Das Treffen ist Ergebnis des Programms Bildungslandschaften zwischen den Meeren. Denn eine Verbesserung der Beteiligung der jungen Bad Oldesloe war ein zentrales Anliegen. Wer mitsprechen soll, muss auch Bescheid wissen. Also der Kinder- und Jugendbeirat, der vertritt die Meinungen der Jugendlichen in der Stadt Bad Oldesloe. Und ich finde das auch ganz toll, dass sich dann da Jugendliche anmelden können und einfach ja, was bewegen können in der Stadt. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass nur die Menschen, die betroffen sind, auch wissen, was gut für sie ist und wissen, was das Richtige ist. So, und ich glaube, gerade Kinder und Jugendlichen, die stimmen halt mit den Füßen ab, sagen wir immer. Das heißt, Sachen sind gut, wenn Kinder und Jugendliche kommen und daran teilnehmen. Und wenn sie nicht kommen, dann ist die Sache nicht, für sie nicht wichtig. Beteiligung auf Augenhöhe ist das Motto der Veranstaltung. Externe Moderatoren aus Berlin sind angereist. Ganz bewusst holte man sich Hilfe von Experten. Die gab es auch über die gesamte Projektlaufzeit des Programms Bildungslandschaften zwischen den Meeren. Denn Stolpersteine mussten auch hier gemeinsam aus dem Weg geräumt werden. Es gab innerhalb der gesamten 2 Jahre immer wieder Probleme in dem Bereich unterschiedliche Sprachen unterschiedlicher Berufsgruppen. Also da würde ich sagen, die Prozessbegleitung, weil ich die individuell ansprechen konnte, immer an Punkten, wo ich gesagt habe oder wir gesagt haben, da kommen wir jetzt nicht wirklich weiter. Und das war das wirksamste Instrument. Ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Jugendliche mitmachen und ganz viel verändern wollen, ganz viele Ideen haben, ja, und einfach Spaß daran haben. Beteiligungskultur entwickeln. Die aktuelle Programmphase von Bildungslandschaften zwischen den Meeren geht zu Ende. Doch vor Ort sind in den Kommunen konkrete Projekte und Initiativen entstanden, die langfristig zu mehr Partizipation beitragen werden. Akteure haben zusammengefunden und sich vernetzt. Im Sinne eines gemeinsamen Anliegens. Ein gutes Aufwachsen für die Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein.